Hallo am 16. November 2021. Wir ziehen heute eine Karte aus dem Work Your Light Oracle Deck und schauen mal, was da auf uns zukommt. 16.11. bitte. Okay. Wir haben zwei Karten. Wir haben Soul Family und Break the Chain. Ancestral Patterns Healing Reviving the Future. Wahnsinn. Ja, also die zwei Karten passen natürlich zusammen wie zwei Handschuhe, rechts und links. Das ist natürlich perfekt, weil auf der einen Seite werden wir hier gebeten, alte Familienmuster, die irgendwie schädlich oder toxisch sind, aufzulösen, und andererseits werden wir gebeten, unsere tatsächliche Seelenfamilie zu finden. Das heißt, auf der einen Seite auf Wiedersehen zu sagen zu alten negativen Mustern und auf der anderen Seite Hallo und Begrüßung zu sagen zu den neuen, besseren Dingen, die uns da entgegenkommen. Familienmuster zu heilen ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil wir lernen das in der Kindheit, diese immer gleichen Muster, diese meistens großen Dramen, die da immer wiederholt werden. Und wir sind dann als Erwachsene oft nicht in der Lage, wir sind es zwar oft in der Lage zu erkennen, aber durchzubrechen und anders zu machen, ist die Schwierigkeit. Jetzt kannst du natürlich sehr viele verschiedene Dinge tun, um die Familie, die Ahnenreihe zu heilen. Du kannst selber geführte Meditationen machen, da kann ich dir unten einen Link lassen. Du kannst Familienaufstellungen machen, was auch immer, irgendwelche Rituale, wo du deine Ahnen einlädst und so weiter. Das bleibt dir überlassen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Du weißt selber am besten, was da für dich gut ist und was dir gut tut. Das kann dir auch niemand anderer sagen. Das weißt du besser als jeder andere. Und wenn du das schaffst, diese Dramen da, die sich immer wiederholen, aufzulösen, herzlichen Glückwunsch dazu. Und dann geht es natürlich im nächsten Schritt darum, deine Seelenfamilie zu finden. Das heißt, wo sind die Menschen, die gleich ticken wie du, die dieselben ähnlichen Ansichten haben wie du? Du willst ja deine Zeit nicht mehr mit Leuten verschwenden, die ganz andere Ansichten haben wie du. Das bringt ja nichts. Dieses ständige Hin und Her diskutieren, ich sehe das so und du siehst das anders, das führt überhaupt nirgendwo hin und das interessiert auch keinen. Ja? Sobald man eine gewisse Reifestufe erreicht hat, umgibt man sich nur mehr mit Menschen, die einen ähnlichen Blick auf die Welt haben. Klarerweise kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der einen anderen Blick auf die Welt hat, lerne ich ja was dazu. Das ist nicht unrichtig, nur diese Karte, diese spezielle, die Soul Tribe Karte, die sagt eben, du sollst diejenigen finden, die gleichgesinnt sind wie du. Ja? Also das ist natürlich ein Aufruf, jetzt einmal die Leute außer Acht zu lassen für einige Zeit, die nicht so denken wie du und die in eine ganz andere Richtung denken, weil die fördern dein Wachstum nicht mehr. Ja? Das ist schon fertig, das ist schon aus, das haben wir schon hinter uns und jetzt möchten wir da sozusagen in die nächste Reifestufe gehen. Das sind die Karten, die ich heute habe für die heutige Tagesenergie. Finde ich eine sehr spannende Kombination. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like unten und abonniere den Kanal und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!